herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Packstein. Nach der letzten Aufnahme, du wirst es ja wahrscheinlich im Vorspann gesehen haben, wenn ich alles richtig gemacht habe, wollte ich eigentlich noch was abbauen in dem Gebiet, wo wir ausgelockt sind. Und dann kam ein Wildschwein. Ich muss nur sagen, die Wildschweine sind hier stärker. Aber ich weiß nicht warum, weshalb, wieso. Also, wo ich daran nicht das festmachen kann, wie stark sie sind. Aber gut, so ist es passiert. Und jetzt muss ich wieder zurück zu meiner Leiche. Ich glaube, ich muss aber rüber über diese Brücke. Ich muss mal schauen. Ja. Wir müssen die Brücke überqueren. Und da wollte ich die auf jeden Fall auch mitnehmen auf meinem Rückweg zu meiner Leiche. Damit. Da ist ein Wolf. Wir geben Kette. Wir geben Kette, sage ich dir. Ist weg, okay. Ups, falsch rum. Aber hier war ich auch noch nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ne, hier war ich. Hier war ich, aber hier war ich auch noch nicht. Jetzt müssen wir gleich so schräg rüber. Aber hier ist verdammt viel Wald, ne? Cool. Ja, diese Richtung. An da oben aber irgendwo, ne? Ja. Naja, macht man nichts, ne? Dann gehen wir jetzt erstmal hoch, dann melde ich mich da wieder. Ich sag mal so, das war jetzt ärgerlich. Das war jetzt ärgerlich. Oh Mann. Die Leiche interessiert mich nicht. Wir werden jetzt im Weg hier gehen. Tja. Das war jetzt ärgerlich. Ich war gerade dabei, mir einen Tee anzuschütten. Jetzt ohne Scheiß. Wir gehen jetzt hier den Weg und gehen dann so rum. Und ich glaube, da war nicht so viel Gefahr. Ja, dann bis gleich. Ich hoffe, diesmal komme ich heil an. Versuch mal hier hochzugehen. Vielleicht
sollten wir schaffen. Wenn nicht wieder ein Wolf kommt. Also in diesem Gebiet sind sie stärker. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man das ausmacht. Also müssen natürlich aufpassen, die können hier überall lauern. Ah, da unten blinkt es schon. Ah, da müssen wir hin. Okay. Wow, das wäre es jetzt gewesen. Nicht durch einen Wolf, sondern durch einen Sturz. Ihr seht es auch gleich, wie lange ich gebraucht habe, um meine Leiche seit dem Tod wiederzufinden. Ich denke mal, so 30 Minuten waren das locker. Ach, ja. Ach, 12 Minuten. Okay. 12 Minuten. Ging ja. Kam mir länger vor. Ah, hier war schon einer, der hat die Steine weggekloppt. Okay. Und die Wildschweine getötet. Die brauchen wir nicht. Wir werden jetzt weitergehen und zwar wieder quasi zurück und in diesem Gebiet. Das wollte ich dir auf jeden Fall zeigen. Ach so, wir haben jetzt auch ein bisschen Nacht, also das heißt, ja, Nacht ist gut. Wir haben jetzt hier Nacht und da kann man natürlich dann meine neue Laterne noch mal zeigen. Die macht ja gut Licht, finde ich. Kann man benutzen auch zum Mausezeichen. Ja, so. Jetzt gehen wir dahin. Was ich dir zeigen wollte, also die Schlucht wollte ich dir auf jeden Fall da zeigen, wie im letzten Video. Und das will ich dir auch zeigen. Das sind zwei Bären, oder? Ja, die lasse ich mal lieber in Ruhe. Also man kann hier schon wirklich sehr, 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 sehr viel erkunden. Und ich weiß nicht, was ist in diesem Gebiet hier? Ich meine sogar, dass ich hier so ein Kräuter. Warte mal, eben, Quatsch mit der 5. So ein Kräuter gefunden habe. Ich glaub, der hier war das. Den habe ich, glaube ich, auch hier gefunden. Und jetzt guck dir das mal an. Der gibt mir maximale Stamine plus ja, Heilung und Heilgeneration. Also, den habe ich auch hier gefunden. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Aber egal, Mann, ich habe trotzdem gefunden. Ich finde das Spiel genial, ohne Scheiß. Ja, ich war auch überlegen, mir Aska zu kaufen. Aber nein, zwei Spiele in dieser Richtung, das ist, Aska ist ja, ne, ist auf jeden Fall, hat es mir auch Spaß gemacht, die Demo zu spielen. Aber das reicht mir in dieser Richtung hier. Hier kann man so viele schöne Sachen bauen. Kann man in Aska auch, ich weiß, aber sie hat, ja, es hat noch was hier. Ne? Ich finde es cool, ich finde es richtig cool. Interessant, wie er das. Später, ja, einen Keks habe ich mir gerade reingepfiffen. Ich bin das Krümelmonster. Interessant wird es,
nachher die Dungeons zu besuchen, etc. Ne? Ja, und das kann ich, glaube ich, nicht alleine schaffen. Aber gut, vielleicht kommt noch der ein oder andere Spieler dazu. Würde mich sehr freuen. Der auch ein gemütlicher Spieler ist und nicht ein Hauruck-Typ oder Frau. Mehr so gemütlich, ne? Mal ein bisschen rumlaufen, gucken einfach mal. Alles mal so ein bisschen ausprobieren. Wie verhält sich dies, wie verhält sich das? Da habe ich schon Bock drauf, ne? Dann gemeinschaftlich einfach hier was aufbauen. Wenn wir Lehm finden, nehmen wir natürlich mit. Und wenn wir diese Frucht hier oder dieses, wie nennt man das? Gemüse. Wie nennt man das jetzt? Unkraut. Finden, das nehmen wir natürlich auch mit. Und diese komischen Steine schlagen wir. Den Namen schon wieder vergessen. Bäume hier stehen. Ihr könnt es da richtig. Ja, hier kannst du dich als Baumfäller. Na, wie heißt das? Baumfäller Beruf machen hier. Vielleicht machen wir Baumfäller. Ja, mal gucken. Das ist ein anderer Spieler da hinten. Ja, wir bleiben erstmal auf dem Weg. Wir gehen da bis hierhin. Ja, den Baum fand ich auch ganz kurios. Ich bin einen anderen Weg gegangen, wo ich das erste Mal hier war. Ich bin hier so lang gelaufen. Ich bin hier rüber geschwommen und dann hier so. Also was dieser Baum hier, also ich vermute mal, der hat irgendwas. Ich habe irgendwie Angst. Weil das Licht war letztes Mal nicht. Die Sonne. Was ist das für ein Baum? Macht der? Also der steht doch nicht nur hier, um Angst zu machen, was er gerade tut, aber. Da sind bestimmt Menschenleichen drin. Zugenäht. Ah, mal gucken, wie das mit der, wie dieser Stein hier heißt. Aber das ist, glaube ich, nicht der, den wir besuchen. Was mit. Ups. Teen? War das Teen? Ein Moment, ich hab mein Handyfoto gemacht. Ich guck mal eben. Ja, habe ich natürlich nicht mehr. Das ist dieses Team. Egal, wir bauen es mal ab. Wir bauen es ab. Scheiß was drauf. Doch, das ist es. Ja. Wenn wir schon in dieser Gegend sind, nehmen wir das auf jeden Fall mit. Da drüben war ich auch schon, ne? Irgendwo da bin ich auch mal gestorben. Dadurch habe ich dann diesen Baum gefunden. Eigentlich müsste ich doch noch hier. Warte mal. Ich mache das mal. Ich mache das mal.
damit ich weiß, nächstes Mal. Erstmal, dass ich hier schon mal war. Jetzt habe ich den Namen der Frucht vergessen. Krapper. Den kann man nicht abbauen. Okay. Guck mal, hier baust du ein Haus drauf und dann so rüber, so als Brücke. Weißt du, was ich meine? Naja, aber nur eine Idee. So, ich hoffe, ich laufe jetzt auch noch richtig. Aber ich meine, ich bin auf den richtigen Weg. Das musst du sehen. Das musst du sehen. Oh, ein Hänger. Der war letztes Mal auch noch nicht weiter. Ja, wir sind richtig, wir sind richtig, wir sind richtig. Wieder lecker. Wieder ein Lack. Ach, weil da die Öfen standen, okay. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, das hat geleckt gerade, weil diese Öfen da sind. Hier. Deswegen hat es geleckt. Ja, ist auch ein bisschen blöd. Ne? Ach, guck mal hier, wie geil ist das denn? Das ist ja wohl mal cool, oder? Okay. Aber warte ab. Das wird noch besser. Das wird noch besser. Deswegen bin ich auch hier hingegangen, um dir einfach mal die Gebäude zu zeigen. Also ich glaube mal, hier sind die Profis. Also hier haben sie, glaube ich, die Profis breit gemacht. Na gut, hier ist viel Stein, hier ist viel Wald. Guck mal da oben, ne? Ah, herrlich. Und hier, guck, jetzt fängt es so langsam an. Schau dir das an. Ist das genial oder ist das genial? Hm? Da ist der Spieler oder Spielerin. Na, wir wollen sie nicht erschrecken. Also, mega, mega. Guck es dir an. Wahnsinn, oder? Ich denke mal, sie hat ihre oder er hat seine beiden Gebiete hier ausgebreitet, weil so groß ist ein Gebiet nicht. Ne? Aber jetzt guck dir das an. Ist das voll geil. Aber das Beste kommt noch. Schau mal an. Kleine Burg. Ach, herrlich. Einfach Wahnsinn. Hier gehen wir natürlich auch mal gucken. Wir gehen mal hier hoch. Guck mal hier, wie viele Körbe hier stehen. Ich dachte, da könnte man dran. Okay, alles klar. Ah, herrlich. Der baut sich eine kleine Burg. Guck dir das an. Guck dir das an. Wahnsinn. Wahnsinn. Toll. Hm? Vielleicht sehen wir sie nochmal wieder, wenn sie fertig ist. Da stecken bestimmt ein paar Stunden drin. Oh, die sieht auch cool aus. Das ist auch ein schönes Haus. Gefällt mir sehr gut. Sehr, oh, schöne Truhen.
Ja, die Sippe, der Clan. Super. Sehr, 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 sehr schön. Ja, das gefällt mir sehr gut. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Vielleicht war es auch noch nicht da. Ah, hier fängt auch wieder einer an. Ich glaube, es ist gerade verkehrt. Ich hoffe nicht, dass ich das Beste schon. Auch schön. Hat einen gewissen Style, ja. Gefällt mir auch sehr gut. Gut, ein Vogel hätte gereicht. Vielleicht hier an der Seite oder da oben wäre da, glaube ich, besser. Ja. Hier so schön. Ach, sieht toll aus. Sieht toll aus. Das wollte ich dir auf jeden Fall zeigen. Aber da kommt noch was. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Ich muss mal überlegen. Warte mal. Ich bin, glaube ich, schon vorbeigelaufen. Oh, das wäre doof. Das wäre jetzt doof. Also hier sieht man schon Häuser oder Burgen. Wahnsinn, oder? Also, ihr guckt euch das mal an, ne? Jo. Ja, das stottert ein bisschen. Guck's dir an. Guck's dir an. Einfach mal genießen. Ich habe gesehen, was ich jetzt zeigen wollte. Ich denke mal, die haben sich hier niedergelassen, weil hier hast du alles, ne? Also vermute ich mal. Holz, Stein. Hier ist alles aus, meistenteils aus Stein auch gebaut. Also kriegst du auch hier Stein in Hülle und Fülle und Holz sowieso. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du auch die dicken Bäume fällen. Wahnsinn. Ja, gleich sind wir da. Ja, Massenproduktion. Muss auch sein, muss es auch geben. Sau geben. Oh. Also pass auf. Guck mal hier. Hier haben Spieler eine Brücke gebaut. Ja. Also da kannst du auch nur machen mit zwei Gebiete gleichzeitig beanspruchen. Weil du siehst hier, ich stehe jetzt hier. Hier ist keine Brücke aufgezeichnet. Hier gibt es keine Brücke. Na, eine Brücke gibt es hier oben, aber hier gibt es keine Brücke. Die haben Spieler gebaut, um einfach eine Verbindung zu der anderen Seite so herzustellen. Ne? Also das ist schon, guck mal da sind sie. Wir grüßen jetzt mal, wir sind mal ganz freundlich. Schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja. Guck mal, wir hätten noch hier durchgehen können, oder? Ach du Heimann, dann guck dir das mal an. Ach du Heimann. Ach du Heimaland. Wahnsinn. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Da bin ich nie reingegangen. Ich bin außen lang gelaufen, um zu meiner Leiche zu kommen. Guck dir das an. Guck's dir an.
Das ist schon ein kleines Dorf hier, ne? Das ist schon ein kleines Dorf. Schick. Viel Liebe, also so zum Detail, ne, quasi. Ja, guck mal, hier baut ihr noch eine Burg. Ach, herrlich. Meine. Also da musst du doch vorher eine Skizze für machen lassen. Kannst du, ne, weißt du, was ich meine? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, das wollte ich dir auf jeden Fall zeigen. Das musst du so sehen. Ne? Also das bis jetzt so von Häuserbau und von Schlösserbauen ist, dahin ist noch was ganz Großes. Ist das Beste, was ich bis jetzt hier so gesehen habe. Jedes Haus ist irgendwie anders, etc. Ne? Also das hat schon was. Und das habe ich durch Zufall entdeckt und weil ich gestorben bin da hinten. Und dann bin ich irgendwo dahin gespawnt und bin dann hier so quasi rübergelaufen. Also das wollte ich dir auf jeden Fall zeigen. Ich hoffe, du findest das genauso schön wie ich. Aber guck mal, das ist doch schon eine eigene Stadt. Oder ein eigenes Dorf. Guck dir das an, ne? Haben sich schon welche zusammen geschlossen, um das zu bauen. Finde ich cool. Finde ich cool. Richtig, richtig cool. Ja, ich denke mal, das soll es auch für diese Folge gewesen sein. Ich porte jetzt in meinen Heimatbereich zurück. Nee, Quatsch. Ich muss ja Sachen sammeln, tun, machen. Genau, dafür gehe ich jetzt einfach mal hier so lang, um zu schauen, ob ich noch was finde, was ich brauche. Diese Tin sowieso und Bäume habe ich bei mir selber, brauche ich nicht. Und Schlamm müssen wir auch noch finden. Und dieses Gewächs wäre auch nicht verkehrt, wenn wir davon noch was hätten. Das werde ich jetzt suchen. Ja, und du kannst mal in den Kommentaren hinterlassen, wie du das fandest. Diesen kleinen Ausritt hier oder ne? Ausritt ist gut. Wie du das hier fandest, ob du meinst, wir sollten noch mehr Gegenden erkunden, einfach mal drauf loslaufen. Und kannst auch mal einen Kommentar hinterlassen. Jetzt sehen wir zu, dass wir weiter Material sammeln. Ich habe jetzt keine interaktive Karte auf, um zu gucken, wo ich hier was finde. Ich werde, guck dir das mal an. Guck es dir an. Guck es dir an. Um zu schauen, wo ich das finde. Ich mache das jetzt auch im blauen Dunst. Lauf jetzt einfach mal hier rum. In der Hoffnung, dass ich irgendwo hier was finde. So, in diesem Sinne, tu nichts, was ich dir auch tun würde. Hallo, tschüss. War's das? Ja.